Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Epirus Road to the World 2. Ja, sag ich, wir haben keine Chance gegen 400 Männer, obwohl wir 200 mehr sind. Ich sag, lasst es uns herausfinden. Wir haben keine Chance, sobald er wirklich mit seiner Generalseinheit Speere werfen kann. Dann würde ich sagen, ja, wir haben keine Chance. Und ich glaube, die können sogar Speere werfen. Na gut. Der Vorteil ist, dass es richtig schön neblig ist. Let's go. Come on. Let's do it. Unser General wird angegriffen. Das ist doch... Wir erwarten eure Befehle. Doppelte Geschwindigkeit! General! Doppelte Geschwindigkeit! Zu Befehl! Begeniere! Doppelte Geschwindigkeit! Sehr gut, das läuft gerade viel besser. Sehr gut. Ihr sollt. Was macht ihr da? Jetzt sagt nicht, dass der euch vernichtet, ne? Warte mal. Wenn man da nichts anderes macht. Die schaffen es gerade echt nicht. Was ist das? Was ist das? Nein, habt ihr nicht. Hier, greift an. Ach, das ist doch lächerlich. Stech, stech, stech. Stich, stech. Und hier greift sehr schön auch den Typen da an. Wow, die haben einen verloren und. Okay, ich ja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Folgt. Ihr mich verquaken. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Komm schon, schön in den Rücken rein. Schön in den Rücken rein. Genau das, was er jetzt auch bei mir macht. Bereit zum Einsatz. Drei Leute haben Befehl. Liegt bereit.
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Komm schon. Sehr schön, sehr schön. Ich hoffe nur, dass meine Munition so lange ausreicht. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Ja, mal schauen, mal schauen. Komm schon, die zeigen euch den Rücken. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Oh Mann. Uiuiui. Ja, das sind die Helden. Das sind die Bobs hier. Ja, okay, aber ja, man muss dazu sagen, dass wirklich die Rüstung und so haben, also beziehungsweise nicht Rüstung, sondern ein Schild. Und die haben ein kleines Messerchen. Naja. Aber das war nur eine Rebellionsarmee und hier kommt eine Full-Stack-Armee. Ja. So, Forschung abgeschlossen. Stadtplanung. Mission erfolgreich. Mission erteilt. Entschuldigung, Bäuerchen. So. Dann gehe ich mal hier rein. Ich sagte, ich gehe mal hier rein. Gibt es hier irgendwo einen Agenten? Da. Stehen. Natürlich fehlgeschlagen. Hier machen wir dann mal ein bisschen hellenistische Babub. Wobei, nee, das da lassen wir gerade mal, weil ich weiß nicht, ob ich das halten kann. So, da unten kommst du jetzt. Gehst mal da rein. Sehr schön. Du gehst jetzt mal dahin. Was mache ich mit denen? Ah, das können die Massilia erobern. Ist mir gerade ein bisschen egal. So, das ist schön. Minus 8 Nahrung. Minus 8 Nahrung, minus 16 Nahrung ist ein bisschen viel. Ja, das lasse ich dann mal. Alter, das ist ja extrem. Minus 4 öffentliche Ordnung. Minus 4, da habe ich gerade plus 8. Das geht. Das geht voll, okay. Baubericht, Haushalt erweitert sich. Okay. Du machst nichts, beziehungsweise hast schon was getan. Du stiehlst hier. Die bleiben hier und
Warten ein bisschen. Verdammt. Du verteidigst hier. Du hast noch was bekommen. Forschungsrate. Ja, da mache ich Loyalität. Damit nicht das nächste Mal schon wieder sowas kommt. Und wir sind durch. Nächste Runde hole ich mir dann wirklich Gadeira. Ah, ja, Leute. Schön, schön. Ja, und jetzt kommt der nächste Agent, ne? Mhm. Ja. Ich habe ja letzte oder vorletzte Runde gesagt, dass es nur noch so vier oder so Folgen geben wird. Ich glaube, wir sind schon noch ein bisschen unterwegs. Vor allen Dingen, ja, das war sehr optimistisch gesehen, weil allein die Schlachten werden schon so eine ganze Folge dauern. Also die großen halt. So. Schnee, Schnee. Passt du draußen gerade? Sehr schön. Ja, genau, der geht jetzt, der schickt jetzt seine Agenten zu mir. Wie Umsturz. Ich stürze dich gleich um. Jetzt lass mal. Ach, okay, die Garnison, das ist vollkommen in Ordnung. So, du bleibst jetzt mal hier. Warte, du kommst jetzt mal auch her. Fehlleitung. Okay. Das ist schon mal gut. Warte, in wie viele Runden? In vier. Ah, das ist ein bisschen lange, aber... Naja. Sammeln, was gibt's denn noch? Warte, was? Neue Aufschwung und Wagemut. Moral. Das ist auch ganz gut. Unterhaltskosten für alle außer Söldner. Und minus. Ja, das ist halt auch gut. Aber ich glaube, ich mache den da. So, festgenommen. Stimmt doch gar nicht, der ist noch frei. Ah. Die nackten Krieger. Das sind. Die Idee finde ich etwas befremdlich, wenn ich es nett formulieren soll. Einfach so eine Horde nackter Krieger, ne? So. Gut, wir werden diese Siedlung einnehmen. Und ich verspreche euch, es wird super aussehen. Die hat keine Mauer. Ja, keine Mauer. Okay, ich wollte nur sicher gehen. So, dann wird das dieses Mal eine bisschen längere Folge. Aber wieso sagt er, dass wir keine Chance haben? Das verstehe ich gerade nicht. Also die macht es Kandamius. Kandamius. Das ist eine große Armee. Aber ja. Die Frage ist, woher die kommen, ne? Warte, ich stelle mich mal hier auf.
Wieso sehe ich die nicht? Ja, egal. So. Die hier schon mal explosiv. Ich habe nur 3 Pikiniere. Okay. So, und Elefanten. Super. Warte, der kommt hier drüben hin. So. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Von da. Okay. Dann kann ich ja mal probieren. Vorher sein Zeug einzunehmen, ne? Diese Maus. Warte, aber die da lasse ich mal hier. Die Armee. Ach, da ist die. Ja, war fast. Warte, ich zeig dir mal kurz, wie das geht, und dann darfst du mal. Wo sind denn die? Ich kann die gar nicht sehen. Ich schätze mal. Na gut, dann seht ihr die halt nicht. Entschuldigung. Entschuldigung, tut mir leid. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Was macht ihr da gerade für einen Schmarrn? Ist mir auch egal, lass das. Ich warte mal auf den dann. Oder ich gehe mal ein bisschen rein. Vielleicht kann ich ihn triggern und dass er da reingeht. Das wäre eigentlich ganz gut. Weil er in die Richtung kann. Alter, pass mal auf. Warte, du schieß jetzt mal nicht. Oder schieß mal nicht. Weil ich will, dass der, hört mal auf, das ist voll die Verschwendung gerade. Ich will versuchen, dass er eben von hier kommt, dann kann ich nämlich auch. Dann kann ich nämlich auch, meine Ballisten hernehmen. Feuer frei. Oh, der war gar nicht so schlecht. Der war gar nicht so schlecht. Ich
Ja, der war gut. Hat aber trotzdem niemand getötet. Ja, das war halt doof, die hier hinzustellen nach da, sondern ich hätte die eigentlich so nach hier ausbreiten müssen. Aber egal. Aber egal. Dann nehme ich das mal hier ein. Und warte, bis der kommt, ne? Verspulen. Verspulen. Vorgeschlossen. Unser General wird angegriffen. Wie steht hier jetzt da? Richtig, hier steht dem nicht da. Jetzt weiß ich auch, was er damit meint. Es ist, ja, es sind reichlich. Es sind schon reichlich. Reichlich Menschen. Sehr schlecht. Das ist gerade schlecht, was ich gemacht habe. Ah, verdammt. Seid ihr mal fertig? Geschosse bereit zum Einsatz. Die Männer wanken. Mach sie platt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. So, wieder zurück. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Ja, das kann vorkommen. Hä? Was sind. Hä? Wieso? Was sind die denn hier jetzt? Schiede. Das ist ja jetzt wirklich dämlich. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Die auch, ne?
Alter. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wo waren die denn jetzt? Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Echt jetzt? Krass. Schön durchgebrochen. Alter. Was machen die jetzt mit denen? Die armen Hopliten hier. Jetzt machen wir halt die Steinschleuderer platt. Was ist denn los? So, nochmal kurz raus. Und dann mit Stampfen durch. Mach die doch jetzt mal. Was ist denn los mit euch? Jetzt schön. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Die Elefanten? Ach, schade. Die waren ziemlich gut. General!
Ach so, du rennst als einziges ist nicht, okay. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Naja. Aber man bedenkt, was für ein Müll der General gemacht hat. Also ich. Der Kommandant, meine ich. Dann kann man denen schon verzeihen. Ja. Aus. Junge. Sehr schön. Der General ist schon mal fast im Bobbes. Das war gut. Okay, wenn ich das noch gewinne, dann... Wow. Dann ist es krass. Autsch. Nein, nicht wanken. Nicht wanken. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, der General wird. Der General wird wieder gefangen, genau. Ja. Unser General ist gefallen. Ja, genau, genau. Ihr könnt mich mal fett am Arsch lecken. Ohne Schmarrn. Das ist so ein Kack. Oh Gott. Wisst ihr, alle Kavalleristen kommen raus, bis auf der General. Genau. Das ist doch lächerlich. Immer schön ausspielen, den Guten. Das kann man vor allen Dingen, wenn man Fernkampf hat.
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ich denke mal, die Kavalleristen noch ein bisschen ausruhen. Damit die wieder ein bisschen mehr Power haben. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, ja, gewinnen tue ich das trotzdem, aber das war... Also, das war ein gutes Beispiel dafür, wie man es nicht machen soll. Alter, das war so ein Pyrrhus-Sieg, ohne Schmarrn. Verluste 1500, getötet 2500, also... Das war so lame. Okay, mein General hat sehr gut gearbeitet, bis auf den Fail. Der hat nur 8 getötet und ist vollkommen vernichtet worden. Die Elefanten waren sehr gut, 400. Oh Mann. Ah ja, okay, ich habe viel... Ich konnte viel behalten. Aber trotzdem, jetzt ist das da auch ein feindlicher General. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Warte mal. Nee, da kann ich nicht weg. So. Ja, das war alles andere als gut. Das war echt nicht gut. Naja, auf jeden Fall. Ja. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es dennoch gefallen. Ja. Das war... Ich habe nur gewonnen, weil die Armee wirklich so bombastisch gut ist. Oder war. Und ja, dafür habe ich einen meiner hochkarätigen Generäle verloren. Ach, das ist doch doof. Das ist richtig, richtig doof. Naja, dann, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye. See ya.
Oh.